Wie einzigartig, mir fehlen die Worte. Die Nikolaikirche von Hohenhorn. In diesem kleinen Ort im Osten Hamburgs begegnet Vaughan Smith endlich einem Stück Familiengeschichte. Ein lang ersehnter Moment. Nun sitzt er genau da, wo einer seiner Vorfahren vor fast 200 Jahren Orgel gespielt hat. An der Orgel zu sitzen, die Tasten zu berühren, auf dem gleichen Stuhl zu sitzen und den gleichen Blick zu haben, den er jeden Sonntag hatte, das ist überwältigend. Der Organist hoch erwähnt wird. 1819 trat August Friedrich Hoch, der Ur-Ur-Urgroßvater von Vaughan Smith, hier seine Stelle als Organist und Lehrer an. Der Australier ist mit seiner Frau Noelle nach Deutschland gekommen. Ein hier ansässiger Historiker hat schon vorab in Kirchendokumenten nach Spuren der Vorfahren gesucht. Unter anderem gibt es eine Abschrift aus den Taufbüchern. Hauk, ja, Organist. Andrea Bentschneider ist Ahnenforscherin. Sie hilft bei der Spurensuche, hat noch weitere Orte in Norddeutschland ermittelt und begleitet das Ehepaar Smith. Die Fahrt führt über die Alleen des flachen Nordens nach Ratzeburg. Die Stadt ist als Luftkurort bekannt und liegt inmitten eines Sees. In Ratzeburg wurde Vaughan Smiths Urahn geboren. Andrea Bentschneider konnte schon vielen bei der Suche nach ihren Vorfahren helfen. Die Anfragen kommen aus der ganzen Welt. Dadurch, dass Deutschland ja auch eine bunte Geschichte hat und es so viele verschiedene Einzelstaaten gab, also weit lange bevor es die Bundesländer jetzt gibt, gab es halt eben auf jeder regionalen Ebene andere Regelungen, andere Quellen. Und das muss man halt wissen. Wo liegen die, wo gehe ich hin, wo besorge ich das? Und das ist dann halt meistens, warum wir kontaktiert werden und gefragt werden, dass wir eben helfen. Vaughan Smith besucht auch den Dom von Ratzeburg. Sicherlich wird auch sein Vorfahre hier gewesen sein, in dieser romanischen Backsteinkirche. Die Reise in die Vergangenheit geht weiter. Nächste Station, die kleine Stadt Zarrentin am Schalsee. Hier wuchs die Ur-Ur-Urgroßmutter von Vaughan Smith auf. Zarrentin ist bekannt für seine Klosterkirche, für die Reste der erhaltenen Klosteranlage und seine fast 700 Jahre alte Linde. Ein fremder Ort wird plötzlich Heimat. I love the buildings. Ich liebe die Häuser hier und die Straßen mit den alten Pflastersteinen. And the roads. Und du? Ich mag die Landschaft. Sie ist so grün verglichen mit Australien. Die Natur, die Vegetation ist so anders. Alles passt so gut zusammen. Dazu diese Häuser, sehr malerisch, obwohl das Land flach ist. Es ist so schön, das alles zu sehen. Die Reise durch den Norden Deutschlands endet für das australische Ehepaar in Hamburg. Hier besuchen sie die Auswandererwelten Ballinstadt, ein Museum. Es befindet sich genau in jenen Hallen, von denen aus ab 1901 Zehntausende Auswanderer Deutschland verlassen haben. Zum Museum gehört auch ein Dokumentationszentrum, in dem jeder in Passagierlisten nach Spuren seiner Familiengeschichte suchen kann. Vaughan Smith wird hier nicht fündig. Aber er weiß, dass einer seiner Vorfahren nach England gegangen ist, vermutlich von Hamburg aus. Und deshalb wird das Ehepaar weiterreisen nach England.